Hallo Leute, willkommen wieder zurück auf dem Server CrashCraft. Heute bin ich hier nicht alleine, sondern mit einem Owner, und zwar Maxi15. Hey Leute! Und wir machen heute ein Let's Show. Und dabei werden wir euch die neuen Sachen vorstellen, die es hier gibt. Und ja, dann fangen wir gleich mal an. Mit was sollen wir anfangen? Ja, ich denke mal, wir fangen jetzt mal mit dem neu gebauten Jail an. Ich gehe da mal kurz hin. Okay. Da gibt's noch keinen Warpunkt. Wird aber in den nächsten Tagen kommen. Okay. Dann portest du mich, oder? Ja, klar. Okay. Ich hantiere hier gerade mit dem Kompass. Das hat man jetzt gar nicht im Hintergrund gehört. So, wie man hier sieht, sehr schön gebaut. Ja, links und rechts stehen so ein paar Infos und Regeln. Okay. Gehen wir mal schnell hoch. Da ist nicht viel. Ja. Okay, halt ist jetzt so ein Überblick. Kleines Eingangshäuslein. So, dann ist hier unten die Eingangshalle, in dem die Gefangenen sich wohlfühlen dürfen. Soll ja nicht zu schäbig sein. Ja. Hier, was ist das? Ein kleines Häuschen mit... Ja, Aufenthaltsraum. Aufenthaltsraum, genau. Alles natürlich. Upsala. Oh, sorry. Ich dachte, sehr protected. Ich habe dich hier eben zu der Area hinzugefügt. Oh, okay. So, dann, hier ein kleiner Garten mit einem kleinen Minigame. Und zwar so mit so Knöpfen, wo man dann den Gegner mit so Pistons erdrücken muss. So, genau, okay. Wie es Maxi gerade mit mir macht. Au. Raus kommst du jetzt aber nicht mehr. So, jetzt bin ich draußen. Dann hier eben noch einen kleinen Garten, so ein bisschen zu erkunden. Ganz nett gemacht mit einem schönen Ambiente. Jo. So, was haben wir hier noch? Da ist noch... Da sind halt Toiletten, Männer, Frauen. Ah, das ist komm ich noch hinzu. Uninteressant. Aber naja. Ich muss hier in die Frauentoilette. Nein. Ja. Ah. Hopper. Also mit Trichtern. Ja. Rein. Oben rein, unten raus. Das soll ein Waschbecken, glaube ich, darstellen. Oh, keine Ahnung. Achso, okay. Hier sehr schön gemacht. Mit Klopapier. Wenn da Papier drin wäre. Ja. Schön gemacht, ja. Dann Alter, Dominik geht mir gerade so auf den Piss. Ja, und dann gehen wir noch schnell hoch zu den Zellen, würde ich sagen, oder? Ja, geh du schon mal hoch. Okay, wo war es, hier oder da? Beide ja. Seiten gehen hoch. Okay, dann gehe ich einfach mal hier. So, und dann hat hier jeder seine eigene Zelle. Oh, das ist ein Mitarbeiterraum. Ja. Zum Beispiel Zelle 16 und so. Und ich kann jetzt hier rein, weil ich, glaube ich, für diese Aufnahme hier Rechte für die Umgebung habe. Kannst du auch eigentlich immer haben. Oh, okay. Ja, okay, das wäre super. Dann hier eine Kiste, wo man seine Sachen reinlegen kann. Und alles ganz nobel für die Gefangenen. Also so nobel und auch wieder nicht und auch nicht zu schäbig. Ja. Aber ein bisschen wohlfühlen soll man sich ja schon. Und hier ein Bett zum Pennen. Oh, ist ja gerade Nacht. Ja. So, das war, glaube ich, das Wichtigste vom Jail, oder? Ja, würde ich auch mal sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir als Nächstes zu Warp Abbau. Ja, das ist auch neu gebaut seit dem letzten Video, weil es mir relativ auf den Sack ging, auf gut Deutsch, dass die Leute immer von unten abgebaut haben und sich dann bei den 3/4 war noch da und dann haben sie sich beschwert, ich komme da nicht mehr ran. Und jetzt müssen die halt von oben nach unten abbauen. So, und da kann man hier natürlich auch ganz einfach klopfen dann. Ja, halt und die gleichen Rohstoffe, 4 Holzsorten, Ziegel, Stein, Stein, Bücherregale, Glowstone, Melonen, Wolle, Nether, Quarz und Sand. Genau. Und hier mit den Melonen, da wird doch keiner verhungern, finde ich auch ganz gut. Ja. So, aber das könnt ihr dann ja auch selber rausfinden, wenn ihr auf den Server kommt, was es hier noch alles so gibt. Das Witzige an meinem neuen Warp
Abbau ist. Es ist ziemlich weit hoch in der Luft. Oh. Da habe ich jetzt noch keinen Blick drauf, aber man sieht hier schon Himmel. Ja. Ja, das siehst du hier, wenn du am Spawn stehst, wenn ich jetzt hier mal Tag mache. Dann siehst du das da. Da kommt der angerannt. Dann siehst du, wie hoch das ist. Oh, oha. Willst du mal runterspringen? Hab ich. Okay. Juhu, oh, warte, und, yeah, oh mein Gott. Es ist ziemlich weit oben. Ja. Ich glaube so 200 Blöcke oder, oh, ja. Naja, 100 Blöcke. Aber sieht schön aus. Ja. So, dann schalte ich hier mal kurz den Chat raus, weil sonst, das nervt mich dann ein bisschen. Ja, mich auf Dauer auch, aber. Chat schauen hin. So, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir als nächstes zu Skyblock. Das ist auch seit gestern neu. Also, ich habe da eine ganze Woche dran gearbeitet. Es war ein Haufen Arbeit. Das werdet ihr auch gleich am Spawn sehen. So, jetzt habe ich mich gerade verraten. Das sieht man jetzt in meiner Aufnahme, dass ich gerade X-Ray drauf habe. Aber ich denke, das ist hier sowieso sinnlos, weil ich habe gesehen, hier ist Anti-X-Ray. Genau. Und ich wollte nur testen, weil ich habe den drauf gemacht für den PvP-Server. Da habe ich eigentlich so gut wie immer X-Ray, weil ich da keinen Bock habe, so ewig nach Rohstoffen zu suchen, und weil es ja. Ich habe mir aber schon gedacht, dass hier X-Ray-Schutz ist. So. Ja, okay, port nehme ich am besten. So, hier ist Skyblock. Ich muss jetzt den Chat wieder anmachen, weil sonst kann ich hier nicht sehen, was ich schreibe. So. Um den Spawn einmal zu zeigen, kriegst du jetzt einfach mal Fly. Okay, vielen Dank. So, hier ein sehr schön gebauter Spawn. Rechts, links, vorne, hinten sind Gebäude mit Regeln, glaube ich, oder mit Befehlen. Ja, so durcheinander Infos von Spielern und so, allgemeine, ja, genau. Infos zu Skyblock, Standardbefehle, und da drüben gibt es halt so ein kleines Tutorial, oder wie es auch immer heißt. Rohstoffe wie Eisen oder so bekommt ihr von eurem GS, nehmen und aus Freebuild, das heißt also, ihr könnt Sachen farmen, wenn ihr etwas braucht. Viel Spaß. Das finde ich gut, wenn man Sachen aus der anderen Welt mitnehmen kann für Skyblock, weil gerade wenn man es zum Beispiel verkackt hat mit dem Lava oder so. Ja, kann man neu holen. Ja, eben, genau. Und das finde ich gerade eben richtig gut. Das sind da halt die Standardbefehle. Mhm, das schaue ich gerade mal rein. Das sind also die üblichen Skyblock-Befehle. Da kann man zum Beispiel mit Island, kriegt man eine neue Insel. Island Set Home. Island Restart. Wenn ihr zum Beispiel Scheiße gebaut habt auf eurer Insel, dann könnt ihr Island Restart machen. Dann wird eure Insel geklärt und ihr könnt mal von vorne anfangen. Island Invite, da könnt ihr Leute einladen, um auf eurer Insel zu bauen. Island Leave, da könnt ihr eure Insel löschen, glaube ich. Mit diesem Befehl verlasst ihr den Skyblock von eurem Kumpel. Ihr könnt dann nicht mehr dort bauen. Ah, okay. Island Kick, da könnt ihr, wenn irgendeiner, der sich als Kumpel herausgestellt hat und es aber doch nicht ist oder so, keine Ahnung, der euch dann da grieft auf eurer Insel, könnt ihr den kicken von eurer Insel, dann kommt ihr nicht mehr drauf. Island Top. Damit steht ihr auf dem besten Skyblock auf unserem. Damit seht ihr den besten Skyblock auf unserem Server. Okay. Island Reject, damit verweigert ihr die Anfrage, Einladung. Okay. Und ja. Das sind so nebensächliche Befehle hier wie Challenges. Da sieht man halt die Standardaufgaben von Skyblock. Dann hier Island Lock. Damit kann man, wenn jetzt LWC-Plugin da nicht greift, wenn ein Tor oder so setzt, kann man die dann per Island halt so loggen, dass da keiner zugreifen kann. Okay. Wenn eine Challenge abgeschlossen ist, gibt es halt den Befehl Challenge Complete. Okay. Ja. Gut, dann schaue ich mal hier auf unsere Insel. Oder ich habe, glaube ich. Ja, genau. Hier ist meine Insel. Ich habe jetzt noch nichts gemacht, weil ich eventuell vorhabe, ein Let's Play zu machen für diese Skyblock-Insel. Nur eventuell, aber ich lasse die erstmal so. Und ja, da sehen wir weiter. Ja. So. Das war, glaube ich, schon alles, oder? Bis jetzt. Nee, genau, ja. die PvP-Arena. Ja, gut, die ist hier, ja. War PvP-Arena. Ah, genau, hab ich gerade geportet, so. Ja, hier so im römischen Amphitheater-Style. Mit so Sand und halt so Arena-Boden. Schön Gebäude zum Verstecken. Mit Pyramiden, mit Effekten, oder das haben die Effekte, finde ich. Nee, gerade nicht, aber naja. Dann. Kannst fliegen. Oh, okay. Genau, und dann haben wir hier noch so
Von oben. Ja, es ist halt noch ein bisschen im Bau. Ja, also es wird noch erweitert in dem Fall. Dann. Ist auch viel Arbeit, wie man sieht. Ja, ja. Und das haben die eben alles von Hand gebaut. Oder ich denke mal, Wortedit hat auch geholfen, oder? Das weiß ich jetzt hier bei der PvP-Arena nicht, aber mit den Ecken und Kurven eigentlich nicht so viel, so wie es aussieht, ne? Ja, okay. Und dem Boden oder so vielleicht, sowas. Ja, das auf kann sein. Ja, ist jedenfalls sehr schön gebaut. Ja. So. Und ich denke, das war's dann auch schon von unserem Let's Show. Die IP schreibt naja, einfach mal vielleicht, in die Beschreibung. Ja, vielleicht könnten wir auch nochmal das Stadion zeigen. Stadion, ach stimmt, genau. So, genau, das ist, da kann man sich mit Schneebällen gegenseitig abschmeißen. Wenn das stimmt. Creeperhead, ja, okay. Verschiedene Teams. Kann man sich den anziehen? Ja, klar. Team Monster, Team Mensch. Jo. Und hier Schneebälle. Und jetzt kann man sich dann hier so abschmeißen. Eben. Wer hier PvP an? Ja. Und da habe ich, glaube ich, mal irgendeinen aus Versehen fast gekillt. Aus Versehen. Der habe ich mit Schneebällen abgeschmissen und ich habe und der hatte keine Rüstung an. Und dann dachte ich, PvP wäre aus und es geht nur mit Schneebällen. Dann habe ich ihn mit meinem enchanteten Schwert geschlagen, hat er sich voll aufgeregt. Also, ja, man sollte da nicht unbedingt sich gegenseitig umbringen. Ja, hier hinten gibt es auch noch Kabinen. Genau, zum Umziehen, so, so auf sieht Spaß. Sieht ein bisschen schwuchtelhaft aus, der Gang, um ganz ehrlich zu sein, aber... Ja, es geht doch. Ja. Da lege ich noch ein bisschen was rein. In die Natur. Juhu, ich am Kopf. So. War's das? Das war's dann jetzt eigentlich, ja. Okay. Dann verabschiede ich mich von euch. Die IP schreibe ich nochmal in die Beschreibung rein. Und wie immer, es wäre schön, wenn ihr joinen würdet auf diesen Server. Und wenn ihr drauf seid, wünsche ich euch viel Spaß. Tschüss. Tschüss.